Ein herzlichen Applaus und ein herzliches Willkommen für Mira und Markus, bitte. Ihr seid von Dein Sex, Deine Wahl. Kannst du kurz erzählen, was das ist? Genau, mit Dein Sex, Deine Wahl wollen wir die Aufklärung zur sexueller Selbstbestimmung in die Gesellschaft bringen, weil in der Kink-Szene beschäftigt man sich viel mit Konsens und was will ich eigentlich und drüber reden und so. Und das sind dann eben Skills, die wir das Gefühl haben, in der restlichen Gesellschaft so ein bisschen abgehen, und dazu geben wir Workshops. Es hört sich für mich nach etwas an, dass wir eigentlich in der Sozialisierung von Menschen schon mit drin sein sollten. Ich wachse auf und ich wollte lernen, hey, guck mal, ob die andere Person überhaupt möchte. Geht das in die Richtung? Konsens und Beziehungskommunikation sind Skills, die man in der Schule nicht lernt. Die Leute lernen sie auch nicht von ihren Eltern oder von ihren Bezugspersonen. Und da gibt es einfach ganz große Fehlstellen. Wir denken, das sollte sich ändern. Und ihr geht dann, ihr macht Workshops, habe ich das richtig verstanden? Richtig, genau. Für junge Erwachsene, also weil die Schulaufklärung hat es ja so ein bisschen vermasselt. Okay. Das heißt, wir räumen da so ein bisschen hinterher auf. Also ich, für interessierte Menschen, die einfach sagen, ich habe irgendwie Bock, nicht nur okayen Sex zu haben und irgendwie das so halt irgendwie zu machen, sondern die wirklich sagen, ich glaube, da geht mehr. Wie kann ich eigentlich den Sex haben und mein Leben so gestalten, dass es mir Spaß macht, dass es meinen Bedürfnissen entspricht? Genau, Leute haben da einfach Lust, sich mit anderen Menschen auszutauschen und da vielleicht sich nochmal ein bisschen was drauf zu schaffen. Okay. Wenn du sagst, ihr geht jungen Menschen, jungen Erwachsenen. Es hört sich nicht sehr community-bezogen an oder nicht sehr LGBT-bezogen. Okay, nein, ich gucke mir, dachte, wieder hierher. Bis 17 Uhr hocke ich bestimmt hier. Okay, reicht dir das? Genau, also quasi die CSD ist natürlich so ein bisschen auch die Hochfitness, weil insbesondere aus der queeren Community heraus sind ja viele Leute gewohnt, ihren Sex, ihre Beziehung ganz individuell zu verhandeln, weil man einfach sowieso schon von dem normalen Skript ab, dem vermeintlich normalen Skript abweicht. Deswegen ist das so ein bisschen immer die Homebase, einfach wo wir uns auch sehr wohlfühlen, wo wir aber mit unserer Initiative wirklich auch sagen, lass uns mal in die Hetero-Welt gehen, weil das Skills sind, die alle sehr gut brauchen können und wo dann hoffentlich das Verständnis auch ein größeres wird für, oh, da ist ja jemand anders mit anderen Bedürfnissen und nimmt mir überhaupt nichts weg. Du hast gerade ein Schlagwort gesagt, worauf ich gerne kurz eingehen würde. Hetero-Welt? Ich persönlich bringe jetzt Kink und Hetero-Welt noch nicht so ganz zusammen. Könnt ihr mir das erklären? Es gibt eine Kinky-Hetero-Szene, ja. Und die gibt es schon ziemlich lange und die ist auch ziemlich aktiv in München. Wenn ich an Kink und Hetero denke, ist das Erste, was mir einfällt, irgendwie aus den 80ern und 90ern hängen geblieben, Swingerclubs. Ich denke, das ist kein Kink, oder? Auch in Swingerclubs mag Kink stattfinden, aber das ist nicht die Kinky-Szene von heute. Nur um es nochmal zusammenzufassen. Hetero-Szene, Kink, Aufklärung in der Hetero-Kink-Szene. Wenn ich jetzt weiterdenke, darf ich mal fragen, auf welcher Welle schwimmt ihr so? Also ich möchte mich jetzt hier mal outen, ich bin mit Mira verheiratet. Ja, Okay! Das war mir noch nicht. Okay, erzähl mir mehr. Das heißt, ihr seid eigentlich hetero. Eigentlich. What the fuck? Also wenn ich jemanden attraktiv finde, das ist so für mich, wenn ich jemanden attraktiv finde, dann ist mir das Geschlecht auch egal. Ich glaube, darüber haben wir vorhin kurz gesprochen. Also, ich habe das Gefühl, dass bei mit dem Kink und mit dem Öffnen zum Kink und so mit dem, oh, da ist irgendwie was anderes bei mir und ich habe dann noch andere Interessen, die außerhalb der sozialen Norm sind, dass da anfangen bestimmte Barrikaden und Gedankengänge, die sozialisiert sind, zu bröckeln. Wie war da eure Erfahrung? Unsere persönliche Erfahrung ist genau die, man fängt an, sich für Kink zu interessieren und dann gibt es eben noch ganz viele andere Spielarten, die herumlaufen. Und so sehen wir das auch in unserer Szene. Wenn man sich für Kink öffnet, dann gibt es da vielleicht andere Leute, mit denen man abgesehen von der eigenen Partnerschaft spielen möchte. Und von dort aus geht es dann vielleicht Richtung Poly, vielleicht geht es in Richtung, ich interessiere mich vielleicht nicht nur für das andere Geschlecht, sondern für andere Geschlechter. Und dann ist es schon interessant. Poly. Also noch so ein Schlagwort. Poly und Kink gehört schon sehr stark zusammen, oder?
Es kann, es muss nicht. Für viele ist es eine sehr gute Möglichkeit. Also und auch die, ich sag jetzt mal, die Kommunikationsskills sind sehr ähnlich. Also wirklich genau zu sagen, was sind meine Bedürfnisse, was möchte ich haben, damit es mir gut geht. Wie können wir gemeinsam als Team dafür sorgen, dass das passiert? Und das da gibt es große Überschneidungen in King und Poli. Genau, und dann kann man natürlich auch noch auf größere Entdeckungsreise gehen, wenn man das irgendwie in einer verantwortlichen und verantwortungsvollen Poli-Konstellation macht. Da hat man dann ja noch viel mehr tolle Möglichkeiten. Ich persönlich stehe jetzt mehr so auf monogame Beziehungen. Schließt mich das dann von King aus? Weil es hört sich dann, ob das irgendwie immer zusammengehört. Nein, überhaupt nicht. Man kann sich das aus dem breiten Bausatz rund um King ganz persönlich zusammenbauen. Ich darf also rummachen, wenn ich kinky bin, aber nicht. Ich bin verwirrt. Das wollte ich nicht. Ich bin aber verwirrt und ich weiß, du wolltest es nicht. Aber ich glaube, das ist auch eine Frage, die ich oft gehört habe. Ich will nicht so kinky sein, weil ich stehe auf eine Person und ich möchte eine feste Beziehung und ich möchte, dass wir beide für die Ewigkeit zusammen sind und so weiter. Till death does us part and blah. Wie kriege ich das zusammen? Also ich habe hier zum Beispiel meinen Raubi. Was mache ich hier? Das Schöne ist, die sexuelle Selbstbestimmung hat ja verschiedene Facetten. Und also egal, also auf wen man steht, ist quasi eine Dimension. Mit wie vielen möchte ich was machen, ist eine andere Dimension. Wie wichtig ist mir Sex, ist nochmal was anderes. Also man kann King zum Beispiel auch losgelöst von Sex sehen. Wie sind mir romantische, was heißt für mich eigentlich Romantik, wie intensiv möchte ich eine Beziehung haben, was hat, keine Ahnung, kommen Kinder damit rein und so weiter. Und das sind ja alles Fragen, die unabhängig voneinander zu klären sind irgendwie und wo es auch viel mehr Antworten gibt, als so die allgemeine Gesellschaft einem irgendwie vorgibt, sodass es halt genau diesen einen Ehepartner gibt und nur mit dem darf man genau diesen einen Sex haben, weil sonst darf man das nicht. Oh, ich dachte, du möchtest was sagen. Möchtest du was zu viel? Oh, schade. Ich bin nämlich noch bei dem. Ich bin trotzdem noch auf Windows-Podcast, wenn ihr hier dann also damit rausgeht und Menschen darüber aufklärt, was Consent eigentlich ist und was das Ja-Sagen bedeutet, was Kink ist und was es alles für Spielarten gibt. Was sind die Hauptfragen, die euch da entgegenkommen? Bin ich überhaupt kinky genug, mich in die Kinky-Szene zu begeben? Das ist so eine der schnellen Fragen, die ganz viele Leute haben. Gehöre ich da überhaupt hin? Ich kuschel einfach nur gerne mit meinem Papi hier. Bin ich kinky genug? Ich denke ja. Du denkst, weil? Wenn du deinen Papi wirklich gerne bekuschelst, warum nicht? Ja. Das ist doch großartig. Aber ich sehe das nur nicht als King. Da sind wir wieder bei der allgemeinen Labelfrage. So, wem hilft das Label? Vielleicht kann das Label Kinky helfen, überhaupt an Informationen zu kommen. Also sei es in der Community, sei es jetzt queer oder hetero, dass ich überhaupt weiß, wonach suche ich denn eigentlich? Und das Label hilft ganz vielen Leuten, erstmal festzustellen, ach, ich bin gar nicht alleine mit dem, was ich möchte. Und ich glaube, dass, also ich kenne viele Leute, die sich damit schon lange beschäftigt haben, die dann irgendwann sagen, ich mache halt das, was ich machen möchte, mit den Menschen, die auch daran Spaß haben. Also so sehe ich meine Sexualität und die Labels, die brauchen eigentlich andere. Ganz oft fangen die Leute an, in der Szene zu sein und sagen, ich brauche die Labels, um mich selbst zu definieren. Und wenn sie dann genug Labels angesammelt haben, dann schütteln sie alle ab und sagen, jetzt bin ich nur noch ich. Und das ist eigentlich das Großartigste. Ich glaube, diese Labels sind für mich sowas auch ein bisschen wie... Ich habe vorhin gesagt, Legosteine. Ich sehe die super gerne als Legosteine. Ich fange mit dem einen Label an, okay, ich bin Homo oder ich bin Hetero oder ich bin dies oder das oder jenes. Ich stelle dann irgendwann vielleicht über King auch fest, oh, vielleicht bin ich einfach noch dieser. Es gibt mehr als diese 6er Bausteine ins Ego. Ich baue mir mal mein eigenes, was bin ich eigentlich sexuell zusammen? Also dein Sex, deine Wahl. Genau so ist es. Und viele Leute kommen dann eben erst dann ins Nachdenken, wenn sie eine Norm über Bord geschmissen haben. Und das ist auch so ein bisschen das aus der Community ein bisschen rauszutragen. Leute auch mal quasi so die ganz normalen, fette Anführungszeichen, ganz normalen Heteros, die gar nicht wissen, wovon sie eigentlich träumen können. Und ich sage dann, don't be afraid to dream a little bigger, darling. Ja? Also da geht schon noch was. Du kannst ein geiles Sexleben haben. Du musst dich nicht mit mittelmäßig begnügen. Also ich zum Beispiel, ich kenne niemanden. Ich habe jetzt durch den MLC super viele Menschen kennengelernt natürlich.
arm, ich habe das Underground kennengelernt. Das heißt, ich wüsste vielleicht auch, wo ich hingehen kann und sagen, ich dachte mich da mal langsam ran, aber ich weiß auch, jedes Mal, wenn ich da hingehe, und ich ging bis jetzt nur zweimal dorthin, und in Drag, was auch nochmal dazu ist, weil es immer nach Veranstaltungen wie dieser war, ich hatte Sachen, über die ich sprechen kann. Spätestens über, was ist heute alles passiert. Aber wenn ich das nicht habe, was kann ich denn machen? Wie finde ich den Einstieg? Worüber kann ich reden? Ich habe keinen Plan. Ich meine, ich weiß, das ist ein Party. Gestern habe ich es kennengelernt, es gibt Halterinnen, Halter. Und ich habe das, wow, was mache ich? Gerade beim Einstieg ist es natürlich schon so, dass die Menge der Fremdwörter und der Szenebegriffe schon ziemlich überwältigend sein können. Ich mache mich doch da allmann, wenn ich da hinkomme und keinen Plan habe. Es ist auch in Ordnung, in die Szene zu kommen und erstmal nur ein bisschen zuzuschauen, sich Sachen abzuschauen, mit den Leuten langsam ins Gespräch zu kommen und nicht mit einer vorgefertigten Meinung an sich selbst, aber auch an die Szene einfach ranzukommen. Und von dort aus sich dann langsam weiterzuentwickeln, ist voll okay. Alle Menschen, die hier zu einem Stammtisch, zu einem Kinketreffen waren, die sind da nicht geboren. Die kommen da auch hin und ist da auch alle reingewachsen. Und Schwellenangst braucht man eigentlich nicht haben. Gute Stammtische, gute Partys, gute Communities haben ein Konzept, wie sie neue Leute einfach auffangen können und gut an Bord bringen. Das ändert aber nichts daran, dass ich fremd bin. Und dann ich weiß, was ich mache. Das heißt, im allerschlimmsten Fall oder im Normalfall für die meisten Menschen, die sich an etwas herantasten, stehe ich dann so wie in irgendeiner Diskothek hinten in der dunklen Ecke und gucke mir das alles an und alle denken, ich bin ein Weirdo, weil ich mit niemandem spreche. Und ich denke die ganze Zeit, wenn ich einfach nur ein Wort sage, wird irgendjemand über mich herfallen, weil kinky ist alles Sex. Wie komme ich damit klar? Jeder hat angefangen und das ist am Stammtisch auch immer ganz gerne. Jeder weiß, wie es ist, dieses allererste Mal da gewesen zu sein und da muss man einfach empathisch miteinander umgehen. Und dann, ich gebe auch immer den Tipp, und man darf den Disclaimer sagen, hey, ich bin heute das erste Mal da, ich habe voll Angst, eine dumme Frage zu stellen, ich muss das irgendwie anfangen. Und dann wirklich aufeinander zuzugehen und dann, respektvoll miteinander umzugehen, ist, glaube ich, immer ein guter Tipp in der Gesellschaft. Dem anderen auch mal so ein bisschen die Angst zu nehmen, weil das jeder mal erlebt hat. Womit wir dann wieder gleich bei Consent wären, so diese, was für Regeln gibt es, wie lerne ich da rein und das Spielen von den normalen Regeln oder den einheitlichen Regeln, die eigentlich für alles gelten. Wie vermittelt sie das dann oder wie, wenn ich da reinkomme, ich kenne die Regeln ja noch nicht, kann ich einfach losrennen und sagen, hey, ich bin neu hier, erzähl mir mal, was ich darf und was ich nicht darf? Ich gehe jetzt mal von meiner Veranstaltung aus, also ich veranstalte das Kinky Wohnzimmer mit auf Prozent am Stand. Dort, rote gleich. Dahinter. Genau. Also, für mich aus leider jetzt nicht so gut. Gleich, falls ihr noch Fragen habt und mehr Einstiegssachen finden wolltet, da hinten der rote Stand von Dein Sex, Deine Wahl. Übrigens mit dem X dazwischen, finde ich sehr nice. Vielleicht in Rot. Aber zurück zu, wie war dein erstes Mal? Also nicht dein erstes Mal, das möchte ich nicht hören. Deine erste Erfahrung in der Community an dem Stammtisch, oder wie bist du da reingegangen? Also ich bin zu einem ganz anderen Stammtisch gekommen. Ich war jünger, erstaunlicherweise, und ich bin heute schon über 14 Jahre in der Szene. Und ich bin zu einem Stammtisch gekommen, wo man auch hingehen kann, wenn man noch nicht volljährig ist, der SMJG. SMJG.org ist die Adresse. Und gibt es auch einen Stammtisch in München. Und bin dann da ganz herzlich aufgenommen worden. Und diese Kinky-Stammtische finden eben in öffentlichen Locations statt. Im normalen Lokal, meistens im Nebenraum oder so, und sie haben eine Einsteigerrunde. Aber da kann man nicht so sehen. Richtig. Das heißt, ich muss in die Öffentlichkeit gehen und auch noch Gefahr laufen, gesehen zu werden von Menschen, die mich jetzt vielleicht nicht sehen wollen. Wie bist du damit gekommen? Man ist ja nicht unsichtbar als Mensch. Und man läuft in diese Stammtisch-Location rein, aber man sieht ja nicht, weswegen sich diese 20 Leute in diesem Ort treffen. Das heißt, ich muss nicht damit rechnen, dass wenn ich da reinkomme, dann sind dann gleich alle in Leder King Dresses irgendwas. Nein. Also einfach ein normaler Stammtisch. Das ist einfach ein normaler Stammtisch, ja. Wie wenn du dich mit deinen Freunden triffst, die Kaninchen züchten oder so. Wo ist der? Und wann ist der? Na, meine letzte Information ist am letzten Freitag im Monat. Aha. Und
man spricht dann einfach die auf sfg.org/München spricht man die Orgas an und schreibt dann eine kurze E-Mail und die teilen dann die ganzen Informationen mit. Das hört sich auch noch ein bisschen geschickt, weil sich an vorher anmelden muss. Richtig, ja. Sagst du noch mal langsam bitte diese Org-Nummer? Ich habe es immer noch nicht verstanden. Also sfg.org ist eine smjg.org. München. Das ist die Jugendorganisation, also okay. Bis 27. Und in München, da drüben der Stand, Junges München, auch große Community mit ganz vielen verschiedenen Themen, Stammtischen, und die sind auch sehr nett am Stand und da kann man sich auch einfach mal ganz toll unterhalten. Hetero, queer, vollkommen egal. Ich bin knapp über 27. Da kannst du zu Junges München kommen. Okay, es gibt also über alle Altersgruppen. Ja. Und die verbindet das mit deinem Sex, deine Wahl, so ein bisschen auch die Altersstruktur? Die Altersstruktur in dem Fall ist nicht so relevant, aber eigentlich so die Erfahrungen, die wir teilen von, es ist total toll, sich mit anderen Leuten auszutauschen, Erfahrungen einzusammeln, da irgendwie Referenzpunkte zu finden, weil eben, man hat ja kein Regelset, man weiß ja gar nicht, was ist denn jetzt normal, was machen denn die anderen? Und diese wirklich jahrelange Erfahrung von spannenden Gesprächen mit anderen über ihre Sexualität, über ihren Kink, das ist wirklich das, was uns eint. Ja, wo man dann einfach für sich selber sein Leben toll gestalten kann und dann vielleicht auch einfach in der Aufklärung so die richtigen Schlüsse draus ziehen kann. Okay, ich versuche das mal zusammenzufassen. Ich brauche keine Angst zu haben. Selbst wenn ich Angst habe, die ich wahrscheinlich habe, wenn ich noch gar keine Berührungspunkte damit hatte, gibt es deine Homepage, eure Homepage, wo ich mich anmelden kann für einen Stammtisch, wo ich nicht aufgefressen werde, wo alle halbwegs normal hingehen, also ziemlich niedrig, weil ich dort ankommen kann, um erstmal das Regelset kennenzulernen oder Menschen kennenzulernen, Bezugsmenschen kennenzulernen, wie zum Beispiel euch. Yay. Genau. Hört sich gut an. Oder? Ja, kann ich nur empfehlen. Also sucht euch einen Stammtisch, das ist wirklich eine tolle Sache. Weil man auch mal so diesen eben niedrigschwelligen Austausch hat. Man kann sich da ganz langsam reinbegeben und man lernt einfach immer ein Stückchen dazu. Und das ist auch nach Jahren immer noch ein gewinnbringender Raum für alle. Eine Sache habe ich noch. Ich habe mir die Homepage so ein bisschen angeguckt und wenn ich es richtig erinnere und eure Gesichter jetzt mit der Homepage zusammenpacke, ihr lebt es richtig öffentlich auch. Ja? Klar, also es fehlt an Vorbildern. Das ist das Problem. Die Angst vor Diskriminierung ist noch ganz groß und jeder Mensch in der Szene kann sich selber die Frage stellen, vor wem bin ich geoutet, inwieweit und hoffentlich kriegt es niemand in meiner Arbeit mit oder so. Und ich denke, als Gesellschaft kommen wir nur voran, wenn es dann einfach auch ein paar Leute gibt, die sagen, und? Und so ist es halt mit verschiedenen Themen, sei es jetzt mit King oder mit Poly oder mit Queerness. Ja, einfach die verschiedenen Möglichkeiten, die man hat. Und ja, wir können es uns leisten, sag ich mal. Okay. Was glaubt ihr jetzt noch das größte Thema, wo ihr dran arbeiten würdet, um es in der Öffentlichkeit um normaler zu machen? Jeder Mensch hat eine individuelle Sexualität und individuelle Erotik, sage ich jetzt mal. Also es gibt kein vorgefertigtes Set, wo ich sage, das gilt jetzt für dich und für dich. Und wir haben schon Durchschnitte, wie zum Beispiel, wir wollen alle monogam leben, heiraten, Kinder bekommen oder adoptieren. Ja, das wollen wir alle, so wachsen wir alle auf. Selbst ich habe manchmal noch den Gedanken, eigentlich hätte ich doch eine, egal. Aber das ist nicht ganz richtig, wenn ich das. Also es ist schon richtig, aber nicht. Wenn es dein Bedürfnis ist, und dann wünsche ich dir alles Gute dafür, und aber das eben daneben auch noch andere Ideen und Entwürfe zu akzeptieren und wirklich damit entspannt mal umgehen zu können als Gesellschaft, zu merken, hey, da gibt es echt unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Bedürfnissen, die regenbogenmäßig sind oder anders als dem, was wir quasi immer schon gelernt haben. Wie seid ihr als A in dieser Diskussion damit umgegangen, wenn ihr darüber mit Menschen gesprochen haben, die das vielleicht monogamer oder einfacher oder unkinkier gesehen haben? Wir sehen uns selber als ein sich jetzt nicht durchschnittliches Paar, aber wir sind immer offen für eine Diskussion über das, wie wir unsere Paarbeziehungen leben und unsere Anbeziehungen. Und man kann uns immer fragen, aber ich glaube nicht, dass wir von diesem Weg jemals wieder abweichen werden. Ich hoffe, ich euch auch nicht mehr hier. Wirkt sehr, sehr glücklich, finde ich, auf mich. Deswegen erstmal schönen Dank. Hat das DSDB auch ein. Richtig, das ist deinsexdeinewahl.de. Es gibt uns auch auf Instagram mit vielen tollen
bunten Dreiecken und guten Geschichten und guten Inhalten. deinsexdeinewahl.de in einem Wort? In einem Wort. Also wenn ihr noch Fragen habt, entweder auf deinsexdeinewahl.de gehen oder gleich hinten zu diesem roten, wunderbar rausstechenden Stand. Danke. Ansonsten den bunten Dreiecken folgen. Wir sind mit dem Dein Sex, Deine Wahlstand in der Rosenstraße. Könnt ihr uns auch besuchen kommen gleich. Gerne. So da noch viel mehr Fragen. Euch herzlichen Dank für diese vielen Antworten. Ihr habt mir das schon mal sehr viel einfach gemacht. Nochmal einen Applaus bitte. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal. Und ich werde auf jeden Fall mal bei euch auf der Homepage bleiben. Auf der Homepage vorbeischauen. Freue mich auf euch. Vielen Dank.